Jahrmarkt. Das ist der beste Ort der Welt. Warte kurz, Caillou. Ich will nicht, dass du verloren gehst. Wir bleiben alle beieinander. Okay, Mama. Oh, seht, dort ist eine Wurfbude. Lasst uns dort mal hin. Wurfbude! Vielleicht wisst ihr, warum meine Freunde in der Schule mich immer Folgendes genannt haben. Boris, der Kokosnusszerstörer. Oh. Ups. Oh, jetzt ich. Getroffen. Sehr gut, Caillou. Du kriegst einen Preis. Was möchtest du haben? Die sieht aus wie Gilbert. Kann ich die bitte haben, Mama? Die ist für dich. Nun, ich glaube nicht, dass ich es auch so gut wie du kann. Das war wirklich professionell. Warte, bis Gilbert das sieht. Zuckerwatte sieht super aus. Soll ich kurz auf dein Spielzeug aufpassen, Caillou? Caillou? Wow. Kann ich Zuckerwatte haben, Mama? Mama? Oh nein. Ich hab sie verloren. Caillou! Caillou! Mama! Papa! Oh, gehen wir zum Riesenrad. Vielleicht sehen wir von dort oben, wo Caillou abgeblieben ist. Ich kann ihn nirgends sehen. Ich sehe ihn. Er geht in das Spiegelkabinett. Mama! Papa! Caillou, bist du hier drin? Mama! Mama! Caillou! Caillou, da bist du ja endlich. Wo warst du nur? Tut mir so leid, Mama. Ich wollte mich nicht verirren. Ich habe die Zuckerwatte gesehen und dann warst du weg. Schon okay, Caillou. Wir haben dich gefunden. Lauf nicht wieder alleine weg. Das ist gefährlich. Und wenn du verloren gehst, such nach einem Ansprechpartner wie einen Polizisten. Okay? Ich verspreche, das niemals wieder zu tun. Na, ich glaube, wir hatten genug Rummelplatz-Aufregung für heute. Wir sollten uns auf den Weg zum Ausgang machen. Weiß irgendjemand, wo der Ausgang ist? Oh, wo gehen wir hin? Ich weiß! Suchen wir einen Polizisten, oder Mama? Heute nahmen Mama und Papa Caillou und Rosie mit zu einem Freizeitpark. Caillou war sehr aufgeregt. Freizeitparks machten unendlich viel Spaß. Das wird heute der beste Tag überhaupt!
Caillou fiel es schwer, sich zu entscheiden, mit welcher Fahrt er beginnen sollte, weshalb Papa die Achterbahn vorschlug. Du musst dich mal neben das Maßband stellen, Caillou. Warum? Du brauchst eine bestimmte Größe, um mitfahren zu dürfen. Bin ich groß genug? Yep. Rosie wollte auch mit der Achterbahn fahren, aber sie war noch zu klein. Das macht nichts, Rosie. Es gibt noch viele andere tolle Fahrten, die für dich sind. Fertig, Caillou? Bereit! Die Achterbahn begann sich langsam fortzubewegen. Sie fuhr höher und höher und höher. Wir sind ja ganz schön hoch. Das stimmt. Wir sehen den ganzen Park von hier oben. Ich hab Angst, Papa. Alles gut, Caillou. Halt meine Hand. Die Achterbahn war sehr schnell. Caillou fühlte den Wind in seinem Gesicht, während sie durch die Gegend sausten. Das ist klasse! Hast du es gesehen? Ich habe die Arme gehoben! Hab ich, Caillou. Du warst sehr mutig. Caillou und Rosie fanden einen tollen Ort, um ein Foto zu machen. Schau, Mama! Rosie kann doch noch mit einer Achterbahn fahren! Wow! Das sieht so aus, als wärt ihr sehr schnell. Das stimmt, Rosi. Wollen wir da hin? Bereit, Rosi? Jetzt geht's los. Hört, Rosi! Lass uns um die Wette reiten. Caillou machte es sehr viel Spaß, mit der Achterbahn zu fahren. Aber er liebte es genauso sehr, mit der ganzen Familie auf dem Karussell zu fahren. Heute nahmen Mama und Papa Rosie und Caillou zum ersten Mal mit zum Zirkus. Caillou war sehr aufgeregt. Er konnte die Vorstellung kaum erwarten. Wann beginnt die Zirkusaufführung, Mama? Schon sehr bald, Caillou. Wer will Popcorn? Wer will Zuckerwatte? Kann ich bitte bestellen? Klar, was magst du denn? Caillou liebte Popcorn, aber die Zuckerwatte sah auch lecker aus. Beide bitte? Zu viel Zucker ist schlecht für dich, Caillou. Du musst dich entscheiden. Das kann ich nicht. Ich will beide. Caillou wünschte sich, dass er Zuckerwatte und Popcorn als Abendessen essen könnte. Nimm doch süßes und salziges Popcorn gemischt. Dann ist jeder Biss eine Überraschung. Fantastische Idee! Das war Süßes. Danke. Die Lichter gingen aus und Caillou sah einen Mann mit einem hohen Hut in der Mitte vom Zelt stehen. Wer ist das, Papa? Der Zirkusdirektor. Er ist hier verantwortlich. Meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, willkommen bei dem wunderbar magischen Zirkus. Wir starten mit den tollpatschigen Clowns. Ah!
alle im Publikum lachten, als einer der Clowns Papa einen Streich spielte. Das war keine echte Blume, Papa. Nachdem die Clowns fertig waren, war es an der Zeit für die taumelnden Akrobaten, die eine Pyramide geformt hatten. Caillou fand, dass die Person an der Spitze sehr mutig sein musste. Zuletzt kamen die Tellerdreher, die Teller auf Stangen balancierten. Caillou war beeindruckt, nicht einer fiel herunter. Kann ich auch ein Tellerdreher sein, Mama? Ja, ich hol dir welche aus Plastik auf dem Weg nach Hause. Die Vorstellung war vorbei und alle Künstler verbeugten sich vor dem Publikum. Caillou hatte jede Minute genossen, war aber nun traurig, dass alles vorbei war. Mama, kannst du mir zu Hause helfen, meinen eigenen Zirkus zu machen? Na klar, Caillou, das klingt nach sehr viel Spaß. Damen und Herren, Jungs und Mädels, willkommen bei Caillous magischem Zirkus. Danke. Für meine erste Nummer brauche ich 2 Assistenten. Mama und Papa halfen Caillou bei einer Pyramide, ganz so wie die im echten Zirkus. Er fühlte sich auf der Spitze sehr mutig. Pass auf, Caillou, nicht fallen lassen. Caillou war sehr gut darin, die Teller drehen zu lassen. Nicht ein einziger fiel herunter. Wobei er vielleicht etwas Hilfe von Mama hatte. Caillou hatte etwas ganz Besonderes für das Finale geplant. Vorsichtig, Caillou. Der Eimer sieht wirklich schwer aus. Stell ihn ab, Caillou. Du tust dir noch weh. Vorsicht! Du hast uns ausgetrickst. Tada! Das war ein wirklich guter Trick, Caillou. Das war der beste Zirkus überhaupt. Super klasse, Caillou. Caillou hatte sehr viel Spaß mit dem eigenen Zirkus und konnte kaum erwarten, seinen Freunden seine neuen Tricks zu zeigen. Wow! Womit starten wir, Clem? Skiball, das spiele ich gern. Ja, dürfen wir? Klar, Caillou. Los geht's. Okay, Caillou, das ist dein letzter Wurf. Atmen. Sehr gut, Caillou. Super, Caillou. Klasse! Ich freue mich so, die einzulösen. Benutz nicht gleich alle. Wettlauf zum Autoscooter, Caillou. Das kriegst du noch von mir zurück, Caillou. Wow, Kinder, das war toll. Ihr habt doch bestimmt Hunger. Nun, was möchtet ihr? Was wir damit bekommen können.
Schoki! Ja! Mein Kopf! So ein kalter Milchshake, nicht wahr, Caillou? Fast geschafft, Clem. Nur noch ein kleiner Stoß. Genau, Caillou. Du schaffst das schon. Wow, Caillou! Mit einem Schlag! Wow, Caillou. Hat dir der Tag gefallen? Und ab!